Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen, ganz besonderen Video. Wir haben uns ein neues Format ausgedacht, und zwar Airsoft Roleplay. Wir haben jetzt die erste Folge auch abgedreht, werdet ihr sofort sehen. Die Folge geht um einen Banküberfall. Ich bin so gespannt, wie es bei euch ankommen wird. Wenn es gut ankommen wird, wird es noch mehrere Teile geben. Also ihr könnt gerne mal Feedback hinterlassen, nachdem ihr euch das angeschaut habt. Lasst auch gerne einen Daumen hoch oder Daumen runter da, je nachdem wie euch das gefällt. Und falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir noch einbauen könnten, wie wir das Ganze noch spielen können und, schreibt mir das auch mal gerne in die Kommentare. War unser erstes Mal. Ich kann euch sagen, uns hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht und es war witzig. Ich bin so gespannt auf euer Feedback. Ich habe genug gelabert. Es geht los. 3, 2, 1, Film ab. Ein ganz normaler Mittwoch in einem ganz normalen Dorf. Die Bankangestellte. Was für Nägel mache ich mir nun bloß heute? Rosa wieder. Ach, ich weiß nicht, es ist ja Sommer, ne? Ein bisschen bunter könnte schon sein. Ach, ich habe echt nichts Besseres an der Arbeit zu tun. Der Polizist. Ach, wieder mal gar nichts los heute. Naja, da hat man wenigstens Zeit für Sport. Sehe ich wenigstens gut aus. Der Bankräuber. Heute wird mein großer Tag. Mein Leben wird sich heute verändern. Ich will nicht mehr arm sein. Ich habe mir auch extra eine schöne neue Knarre geholt. Browning. Ich ziehe mir noch die Maske auf und dann kann's losgehen, ey. Dann kann's losgehen. Ich gehe jetzt in die Bank und ich verhalte mich wie ein ganz normaler Mensch. Ich tue einfach so, als wenn nichts wäre, als wenn ich nichts geplant hätte. Ich will die ganze Kohle haben. Lass die Hände auf den Tisch. Hier rein will ich die Kohle. Hast du das verstanden? Beweg dich nicht, dann wird dir nichts passieren. Ich will dir nichts tun, aber ich will die Kohle. Die verdammte Kohle will ich. Mach keine Dummheiten, ja? Lass die Hände auf den Tisch, aber gib mir jetzt die Kohle. Los, hol die Kohle raus. Wie soll ich Ihnen das Geld geben, wenn ich meine Hände auf den Tisch lassen soll? Hol einfach die verdammte Kohle raus, ich dreh gleich durch. Und komm ja nicht auf die Idee, die Bullen zu rufen. Ist das alles? Das kann doch nicht alles sein! Gib mir den Rest, da muss noch mehr Kohle sein! Das ist hier eine verdammte Bank! Gib mir die Kohle! Ist das alles? Ist das dein Ernst? Wieso ist das nur so wenig Geld? Das ist doch eine verdammte Bank hier! Ich habe eine Brust-OP machen lassen, die war so teuer! Was hat denn die verdammte Brust-OP mit der Bank zu tun? Wo ist das Geld von der Bank? Ach so, ja, gestern Abend wurde doch das Geld abgeholt, aber wir haben doch gerade erst geöffnet! Oh Mann! Ist mein erstes Mal. Komm, mach das Ding zu und lass die Hände ja hier vorne, damit ich alles sehe. Mach das Ding zu jetzt. Bitte, ich habe zwei Kinder. Bitte, bitte tun Sie mir nichts. Mach das Ding zu und ich gehe weg und es passiert hier keinem was, okay? Okay, ich gehe, dreh mich jetzt um und du lässt die Hände auf dem Tisch. Was machst du da? Ich hab doch gesagt, die Hände sollen vorne bleiben! Ich wollte nur meiner Nagelfrau sagen, dass ich heute später komme. Ist das dein Ernst? Locker hast du die Bullen gerufen. Das war's mit dir. Ach du Scheiße! Ich höre die Cops! Sie hat die Cops gerufen! Sie hat die verdammten Cops gerufen! Ich muss weg! Hoffentlich rennt uns das Schwein direkt in die Arme. Hände hoch oder schieße und Waffe weg! Ach. Alter, wieso ist der so schnell da? Ach, wo ist dieses Arschloch? Alter, der hat einfach geschossen. Ich knall den ab. Boah. Ich hab noch was gehört. Der muss hier doch irgendwo sein. Mann, wo ist der denn? Perfekter Zeitpunkt, um abzuhauen. Mann, ich höre doch was. Ah, hinterher. Ich muss schnell weg, ey! Krieg dieses Schwein! Stehen bleiben oder ich schieße!
Komm raus und ergib dich und es wird keinem was passieren. Nein, Mann, Alter, ich geh nicht in den Knast. Komm raus und es wird keinem was passieren. Nein, Mann, ich will nicht in den Knast. Mensch, du weißt doch, das können wir auch so regeln, Mann. Wie wollen wir das denn regeln, ey? Es muss keiner verletzt werden. Ja, dann geh einfach weg, lass mich ins Auto. Ich hol noch mein Geld aus der Bank und fertig. Wenn du nicht gleich rauskommst, hol ich Verstärkung. Junge, was für Verstärkung? Ich schnall dich ab, ey. Ah, der traut sich zu schießen. Du kriegst mich nicht, Mann. 3-5, 4-3-5, wir brauchen Verstärkung, wir brauchen Verstärkung. Bewaffneter Banküberfall. Was willst du von mir, Alter? Ich geh nicht in den Knast, das kannst du voll vergessen, ey. Ach, hör auf zu schießen, Mensch. Das kannst du sowas von vergessen, Alter. Hier, friss meine Kugel. Oh mein Gott, mein Magazin. Ich hab keinen Schuss mehr. Komm mit erhobenen Händen raus. Ich muss irgendwie zum Auto. Ich muss abhauen. Oh nein, wo ist Engel? Scheiße. Hoffentlich ist die Verstärkung gleich da. Was mache ich denn jetzt? Aber ich will doch in die Schlagzeilen, Mann. Ich muss der Held werden heute. Ich kann nicht warten. Ich mache jetzt Raum für Raum einfach sauber. Looks good. Gott, ist das hier viel zu tun. Oh, verdammt, Mann, ich höre seine Schritte. Meine Munition ist leer. Ich will doch nur zum Auto. Ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Was soll ich denn jetzt machen, ey, wenn er mich gleich erwischt? Ich muss ihm einfach eine überziehen. Ich muss ihn einfach zusammenschlagen, ey. Ich kann nicht in den Knast gehen. Nein, Mann. Ich gehe nicht wieder in den Knast, ey. 5 Jahre haben mir gereicht, ey. Ich habe noch einen Sohn. Ich will den sehen. Hier ist einfach alles sauber. Verdammt, wo ist er hin? Alter, heute ist ja mein Glückstag. Ich glaube, der ist einfach vorbeigelaufen. Der ist ja so dumm. Ich glaube, das ist meine Chance. Meine Chance zu fliehen. Da ist er! Ah, steh da, wenn er schießen will! Oh Gott! Oh, oh, oh. Du miese Schwein, ich hab dich gewarnt! Oh, oh, ich wurde getroffen! Ah, nein! Ich bin auch schon fast am Auto! Ah, oh, nein, Mann! Bleib nein! Auf den Nein, nein. Auf den Rücken. Ich fesse dich jetzt, du Schwein. Halt still. Junge, ich hab doch gar nichts getan, Mann. Es war doch nur ein Prank, Alter. Es war doch nur ein verdammter Prank, ey. Ich hab doch nichts getan. Nein. Nein. Ich hab nichts getan. Nein, ich will nicht das. Setz dich hin. So, du Schwein, du hast es nicht anders gewollt. Jetzt geht's für dich ins Gefängnis. Komm hoch, wart ab, ey. Wart ab, ich werde mich an dir rächen, ey. Los, lauf. Ich werde mich an dir rächen. Und ich mich bei dir bedanken. Ich bin der Held heute. So, hier kannst du jetzt dein restliches Leben verbringen. Hä? Aber ich habe doch gar nichts getan, Mann. Junge, du hast meine Freundin auf dem Gewissen. Du wirst hier nie wieder rauskommen. Oh, verdammt, Mann, ey. Das ist so schief gegangen. Ich wollte das alles doch gar nicht. Scheiße. Aber ich hab da schon einen Plan. Ich muss hier einfach ausbrechen. Und dann werde ich mich an den Bullen rächen, den so richtig fertig machen, mir noch viel mehr Kohle besorgen. Und dann sehen wir, wer zuletzt lacht. Falls ihr die nächste Folge mit dem Gefängnisausbruch sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da und vielleicht sehen wir uns nächstes Mal oder vielleicht sehen wir uns nie wieder. Und hier könnt ihr euch das Verhältnis anschauen. Yay! Yeah.